Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück, Resident Evil 7. Wir sind auf dem Weg ins erste Stockwerk oder beziehungsweise uns den Rest des ersten Stockwerkes anzusehen. Jo, letzte Folge, der Fight mit Margaret. Da war ich etwas panisch, muss ich zugeben. Ich hatte ja nicht gespeichert und es war schon eine ziemlich mistige Situation. Fürchterlich. Genauso schlimm wie diese Tausendfüßler. Jedenfalls, wir haben ja dort oben das Rezept gefunden für dieses ominöse Serum, mit dem wir entweder uns oder mir, also auf alle Fälle mir, uns vielleicht, ich weiß es nicht, immerhin haben wir doch eine angetackerte Hand, also ganz so normal sind wir auch nicht mehr. Ja, da ist dieses Drecksloch. Und es wabbert und blubbert und ja. Ich glaube, wir haben Margaret nicht zum letzten Mal gesehen. Jedenfalls mit diesem Serum, da war das Rezept drinnen, mit diesem ekligen, fast mumifizierten Säugling. Wir benötigen die Bestandteile. So. Oben umsehen. Ich rechne ja damit, dass unsere liebe Margaret jeden Moment ums Eck springt. 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es gebracht hat. 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge, mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? Okay, das ist scheinbar Margarets Tagebuch. 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Irgendwann im Oktober. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns Glückseligkeit führen. Zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay, wir kennen ja den Brief des Arztes, in dem er Margaret mitteilt, dass da irgendwie eine pilzähnliche Wucherung, ich schätze mal in ihrem Kopf, Heilmittel, in ihrem Kopf stattfindet. Louisiana, let's have time for some Voodoo Dolls. Gut, mehr können wir damit auch nicht machen. Jedenfalls, also der Arzt war ja schon ziemlich besorgt bezüglich Margaret. So, da haben wir jetzt alles. Und so wie es scheint, hat er offenkundig recht. Ich mag nicht. Die kommt sicher gleich wieder ums Eck gesprungen. So. Was haben wir hier? Das müsste dann dieser Geheimraum sein, der ja super geheim ist, ne? Aber... kann ich da irgendwas dranhängen? Kann nicht verwendet werden. Alles klar. Deshalb ist hier scheinbar ihre Lampe so wichtig. Seht euch die letzte Folge an. Sie sagte doch, meine Lampe, oh, Bubblehead. meine Lampe und nicht meine Lampe. Und wir benötigen ihre Lampe. Nö. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nochmal zurück in dieses Drecksloch. Und dir die Lampe abnehmen. Antike Münze. Ich denke, wir haben auch sogar genug Münzen zusammen, um den Magnum im Wohnwagen freizuschalten. Das werden wir dann sehen. Ich will da nicht nochmal rein. Pizza Service. Genau. Nochmal ganz kurz ansehen. Ich habe es nämlich vergessen. Bla bla bla. In der Lage, Serum. Also wir benötigen D-Serie Gehirnnerv und D-Serie peripherer Nerv. Im Ladebildschirm selber steht was von Hand und Kopf. Deswegen denke ich, dass wir auf alle Fälle dort oben in diese Tür rein müssen. Weil dieses Kind ja eine Hand als Geschenk... als Geschenk gemacht hat. Oh, die ist sicher nicht tot. Die ist sicher nicht tot.
Da ist die Lampe. Holy. Das sah seltsam aus. Spinnen Margaret. Was zum Teufel? Das ist neu. Das ist richtig. Wäh. Und überall diese riesen Maden am Boden. Richtig eklig. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Moment. Also jetzt kann ich die Karte nicht aufmachen. Oh, schön. Frischluft. Wo sind wir? Ein neues, großes Gebäude. Voller Abenteuer. Alles klar. Moment mal, das müsste dann... Moment, es ruckelt. Okay, das ist neu. Ich habe mich schon gewundert, weil im letzten Mal so eine starke Beleuchtung war ja nicht am Haus. Aber... Ah, was ist das? Starke chemikalische Flüssigkeit. Nice. Das ist das verschlossene Tor. Das trifft sich gut. Ich würde sagen, wir gehen gleich mal speichern und... Ja, das ist jetzt eben die Frage. Was haben wir dann? Noch eine Chemikalie, was ich alles übersehen habe. Verdammt nochmal. Wahrscheinlich auch die Videokassette, die da irgendwo liegt und ich habe sie nur einfach nicht gesehen. Ist die drinnen vielleicht? Nein, die ist nicht drinnen. Jedenfalls, okay, wir haben eine Münze. Da benötigen wir noch 8 Stück. Dann werfen wir die da mal ein. Sind nur mehr 7 und ich glaube, wir haben im Koffer 7 Stück. Dann haben wir eine Magnum, wenn ich das richtig lese. Magnum. Das haben wir schon gelesen. Okay, sorry Leute, da waren wir, ich weiß, wir waren da schon mal. Aber es lässt mir keine Ruhe, dass da ein Fernsehgerät steht und wir noch keine Videokassette gefunden haben. Das stört mich etwas. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, wir finden die noch. Jedenfalls. Wir haben jetzt eine Menge Chemikalien. Da ist Zoe's BH. Den haben wir schon durchsucht. Ja. Starke Chemikalie. Was wollen wir damit machen? Wir hätten Schießpulver. Ich tendiere ja dazu, dass wir da nochmal für die Pistole so Munition plus machen. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach mal. Kombinieren und zwar das da. Dann hätten wir 20 Schuss, wenn ich... Ja genau, 20 Schuss. Wollen wir die Münzen auch gleich reinwerfen und uns die Magnum holen? Das wäre jetzt nämlich, das hätte ich vielleicht davor machen sollen, weil wenn die Pistolenmunition jetzt nicht für die Magnum passt, oder Magnum passt, dann ist es blöd. So, einer noch. Und hohe Mannstoppwirkung. Oh, die benötigt 2. Wie kann ich denn das da oben jetzt austauschen? Kombinieren, benutzen.
Es geht nicht. Wir müssen die Magnum irgendwie oben reinbringen. Ich möchte das ganz kurz ausprobieren. Sorry. Wir machen uns dann gleich weiter auf die Suche nach Margaret. Wir benötigen ja die Lampe. Dürfen wir nicht vergessen. Aber ich will das jetzt einfach mal ausprobieren. So, Messer weg. Das weg. Ich check nämlich nicht, wie wir die Magnum verwenden können. Oh, kann man die gar nicht verwenden? Das würde mich jetzt aber schon wundern. Oder Moment. In die Kiste, und wenn wir sie aus der Kiste rausnehmen, dann hoffe ich, dass die da oben, so wie die, dass die oben automatisch, das ist die G17 Standardmodell. Wo ist jetzt die Magnum? Yes. Alles klar, die benötigt eigene Munition. Naja gut, hätten wir das auch rausgefunden. Okay, sorry Leute für die Verzögerung. aber wir wollen ja gut ausgerüstet uns auf die Suche nach Margaret begeben. Haben wir noch was? Wir haben jetzt noch eine Chemikalie, die möchte ich jetzt aber fast aufheben und ich weiß es nicht. Brauchen wir die Kurbel nochmal? Ich bereue das sicher, aber ich glaube nicht. So, hätten wir 4 Plätze frei. Vielleicht noch die erste Hilfe dazu. Die stackt ja. 3-mal erste Hilfe. Notfalls hätten wir noch Kraut und Chemikalien. Eine starke erste Hilfe, das passt schon. Jo, nachdem die letzte Folge sehr kurz war, machen wir diesmal ein bisschen länger, also keine Angst. Es tut mir auch leid, aber ich hatte da massive Probleme. Einerseits muss ich mich, glaube ich, für meine Stimme entschuldigen. Ich bin wetterbedingt leicht bedient. Andererseits war mein Rechner, ich weiß es nicht, da war irgendwie gleichzeitig ein diverse Software-Updates wurden eingespielt und es war fürchterlich zu spielen. Also ich hatte Lags ohne Ende. Gut, 7 normale Schuss, 20 plus Schuss. Sehen wir uns hier nochmal um. Ja, wie ich einfach so in den Brunnen fall, oder? Gott sei Dank war das der Brunnen. Ich dachte schon, wir kommen hier jetzt nicht mehr hoch. Ja. Immer schön aufpassen, wo man hinsteigt. So, na gut. Ich möchte mich aber doch, bevor wir jetzt entweder hier hochgehen. Ah, was haben wir da? Schatzfoto. Ein Klo. Bin gespannt, was sich im Klo versteckt. Im Teaser war es ja die Waffe. Können wir ins Wasser gehen? Oh, ich bin mir sicher, da kommt jetzt gleich ein Krokodil raus. Okay, das ist nur ein Stein. Okay, da gibt's nichts. Na gut. Welchen Weg? Hoch oder da rein? Jetzt sagen wir, gehen mal hoch. Vielleicht von oben haben wir mehr Chancen zu überleben. Boah, ich hasse Türen, die... Ich hasse Türen, die von alleine zugehen. Das bricht sich ein. Also, irgendwo da unten ist sie.
Okay, zweimal Kraut. Das nehme ich jetzt nicht mit, das werden wir uns einfach merken. Ja, Festbrennstoff. Ich befürchte ja fast, wir haben 100 Schuss. Es geht ja gegen Margaret. Spaltmittel. Ne, Dietrich wäre super. Wir versuchen es mit der aktuellen Ausstattung. Wenn die wieder mit ihren Käfern loslegt, dann haben wir sowieso ein Problem. So, da war ja nichts mehr. Sehe ich sie irgendwie? Ich will nicht. Volle Anspannung. Okay. Ah, da ist das Klo. Oder ist das das Klo? So, mal ansehen. Ah, Kettenraucher unterwegs. Nee, das ist das falsche Klo. Da müsste links irgendwie so ein Kästchen stehen. Steht da noch was? Okay, wieder, ich habe was Nettes versteckt. Finde es, wenn du kannst. Aber das ist nicht das Richtige. Oder vielleicht von dem Winkel? Nee. Das tut nur so, als ob. Da sind wir gekommen. Will nicht. Das Tor versperrt den Weg. Ah, das ist. Ist das die Tür? Die andere? Die zweite? War das vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir hier oben begonnen haben? Flintenmunition. Ist da was? Ja, ich weiß es nicht. Auf die Flinte wechseln. Gott. Ich bin mir sicher, wir haben... Es dauert nicht mehr lang, bis wir diese Spinnen Margaret an der Backe kleben haben. Was haben wir da? Psychotonikum. Wir nehmen mal das Psychotonikum. Benutzen. Ich übersehe ja wirklich ständig so viel. Von der anderen Seite verschlossen, okay. What? Wo kam man die jetzt hier? Ah, da! Naja, ich weiß nicht, sollten wir uns das vielleicht aufheben? Stoßweise. Okay, ich glaube, das war's. Ein paar Chemikalien und viel mehr Schießpulver. Oh, wow! Gleich nochmal. Ja, ich weiß es nicht.
Was haben wir da? Da haben wir eine starke Chemikalie. Wir könnten uns zumindest, wenn wir nochmal den Weg zum Wohnwagen rausfinden, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob wir. Aber wir kommen gerade nicht raus, das ist das Problem. 83. Flintenmunition ist nie verkehrt und Brennmittel habe ich jetzt leider keines mehr. Sonst hätten wir uns tatsächlich jetzt nochmal Brennmittel machen können. Da müssten wir zur Speicherkiste, verdammt. So, was ist hinter dieser Tür? Hat sich das ausgezahlt? Super. Ja, das hätten wir uns sparen können. Na gut. Mal sehen, was uns oben erwartet. Das sehen wir aber dann tatsächlich in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Danke fürs Zusehen. Ich bin draußen für heute. Ich wünsche euch was. Ciao, Baba.